Alter. Natürlich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib mal still. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Ausstechern rumzureden. Meine Leidenschaft zum Auto heißt eigentlich, ja gut, ich lebe meine Leidenschaft. Ja. Also ich habe ganz, ganz früher Bankkaufmann gelernt gehabt, habe dann umgeschult auf Kfzler, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Ja. Und das ist jetzt dann nachfolgend immer so geblieben. Also ich stehe jeden Tag auf, gehe mit einem Lächeln in die Arbeit. Scheißegal, ob es regnet, ob es stürmt, ob ich einen Scheißtag habe. Ja, ich freue mich einfach auf die Arbeit. Und das ist einfach mein Leben. Also ich liebe es, an Autos zu schrauben, ich liebe es, an Autos rumzumachen. Ich mag es einfach, mehr Leistung in Autos zu packen. Allgemein ist das ganze Tuning, ich liebe es einfach. Servus, bin der Hannes, komme aus Neustadt-Aisch, bin 28 Jahre alt, bin vom Beruf Kfzler, ja, stehe total auf Mercedes und ja, das ist mein Schmuckstück, das ist mein 126er König Special, das ist ein 500er SEC, den hatte ich vor 4 Jahren aus dem Pfandleihhaus gekauft. Für ein Apfel und ein Ei. Jetzt aktuell steigen sie immer weiter im Wert. Also ich bin richtig froh drum, dass ich ihn vor 4 Jahren schon gekauft habe. Und der Hintergrund eigentlich aus dem Ganzen, ja, mir ist vor 10 Jahren mal 107er SL entgegengekommen mit einem König Special Breitbau. Gut, okay, da war ich gerade mal 18 und ich dachte mir so, ey, irgendwann willst du so ein Auto mal haben. Und dann ist mir vor 4 Jahren, wie gesagt, der in die Hände gelaufen und dann hatte ich direkt zugeschlagen. Ja, also die Breitbauten von König, die kamen Anfang, Mitte 80er kam das Ganze auf. Also typischer 80er-Jahres-Style. Die haben das dann noch weitergemacht bis Mitte der 90er. Gut, die Firma König, die war ein Tuner aus München. Und ja, haben diverse Autos einfach umgebaut. Also ob es Mercedes war, ob es BMW war, Ferrari, alles Mögliche einfach. Immer breiter die Autos gemacht und ja, typisch 80er, ja, Hauptklientel natürlich vom 126er SEC waren natürlich damals die Luden, ja, also es ist die Zuhälterkarre schlechthin. Komischerweise kriegt man trotz alledem, also durch die Geschichte von dem Auto, wenn man außen rum fährt, nur positive Resonanz. Also ich habe noch nie irgendjemanden nebendran gehabt, der gesagt hat, Alter, was fährst du denn da für eine Karre, ja, was soll das? Sondern man kriegt wirklich nur gute Zusprüche oder gut, manchmal verwechseln sie ihn mit einem BMW, weil von hinten ist er nicht mehr wirklich erkennbar als Mercedes. Ja. Aber da wird dann nachgefragt meistens, dann kann man das an der Ampel schnell mal klarstellen, weil so ein Auto fährt man ja eh nur bei gutem Wetter, dann hat man die Fensterscheiben unten und dann kann man mit den Leuten quatschen, das ist alles gut. Im Breitbau muss man natürlich auch die breiteren Felgen und alles drauf machen. Ich habe jetzt da vorne auf der Vorderachse eine 11x15 Felge drauf mit einem 285er Reifen. Und auf der Hinterachse habe ich eine 13x15 Felge mit einem 345er Reifen. Also nichts mit Spurplatte oder ähnliches, weil ich habe auch auf der Hinterachse eine IT von minus 58. Also sieht man ja auch schön am guten Tiefbett. Ja. Da muss man abends das Gitter davor hängen, dass die Penner nicht drin schlafen. Klingt zwar lustig, aber im Prinzip ist es so. Also mega gut. Ich persönlich würde an dem Auto nichts verändern wollen, weil das einfach Kultstatus hat. Jetzt ist er momentan 31 Jahre alt. Ich habe meine Hartzulassung theoretisch. Ich möchte ihn aber nicht aktuell auf Hart zulassen, weil es einfach noch nicht geht, dass du eine Hartzulassung mit Saisonkennzeichen passt. Und ganz ehrlich, die 3 Monate im Jahr, die ich fahre, also Juni, Juli, August, das sind die schönsten Monate im Jahr. Da fährt man dann einfach gerne auch. Ja, bei Regen oder sowas brauchst du mit dem Auto nicht fahren, weil ab 60 km/h fängt der Schwimmen an. Ja, durch die breiten Reifen, der schwimmt sofort auf.
Ich bin einmal mit dem Auto unten in München gewesen, bei Königsselde. Da hatte ich ihn gerade frisch gekauft. Da habe ich mir gedacht, ach, fährst du mal runter, weil die Firma gibt es ja noch. War mega lustig da unten, also mega Typ. Ich habe eine richtig gute positive, also einen richtig guten positiven Eindruck von ihm bekommen. Habe mich auch den ganzen Tag mit ihm unterhalten über alles Mögliche, was das Auto anging. Hat mir dann auch gesagt, dass sie noch Kompressor-Kits theoretisch hätten, beziehungsweise die ganzen Formen für die ganzen Verbreiterungen haben sie noch da. Also es könnte was nachproduziert werden, theoretisch. Ich weiß es jetzt nicht, wie es jetzt ist, weil es ist jetzt ja doch schon 4 Jahre her. Aber normalerweise werden die Formen ja auch nicht schlecht. Daily-Fahrzeug fahre ich eine W211 E55 AMG, ein bisschen gemacht von mir auch. Und wie gesagt, ich bin Kfzler. Sowas fährt man einfach nicht Serie. Ich fahre jetzt aktuell 720 PS in meiner E-Klasse mit 1038 Newton. Ja, als Winterauto habe ich noch einen alten S4 B5, einen 2.7er Biturbo. Den hatte ich leider Gottes vor 2 Jahren in die Leitplanke versenkt, weil vor mir einer rausgezogen ist, ja, und dann stiften gegangen ist. Den baue ich jetzt aktuell wieder neu auf. Und ich baue es gleich wieder so auf, dass ich nochmal mehr Leistung fahre. Damals bin ich so um die 450 PS, 500 PS so ungefähr gefahren. Jetzt halt gleich nochmal Upgrade-Lader rein, Upgrade-Kupplung und gleich alles vorbauen, in Anführungszeichen, bis auf den Motor, dass man theoretisch weit über die 700 PS dann fahren kann. Obwohl das im Winter, ich sag mal, braucht man es nicht unbedingt. Aber gut, auf dem Allrad geht's wieder. Mein absolutes Traumauto. Das ist ganz, ganz schwierig. Weil ich mir eigentlich meinen Haupttraum schon erfüllt habe mit dem Kleinen hier. Natürlich nachfolgend, wenn man sich so überlegt, ein W107 König Special, das wäre auch noch geil. Ja? Oder allgemein die alten Karossen. Also, ob es jetzt auch noch ein 140er wäre als König. Ich finde den Style einfach mega gut, was sie damals hingezimmert haben. Und es ist auch jedes Mal so, wenn ich das Auto frisch aus der Garage raushole. Ich fange das Grinsen und das Lächeln an. Ich freue mich da richtig drauf. Und es macht einfach Spaß, das Auto, ja. Servus, bin der Hannes. Ja, das ist mein Schmuckstück. Das ist mein 126er König Special. Hey, Alter, hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Ausstechern rumzureden. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Ausstechern rumzureden. So, und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Warte, wie ist das?